Es ist wieder soweit. Die Genussmesse Plaza Culinaria hat ihre Türen für die Besucher geöffnet. Und die strömen reichlich. Die Plaza Culinaria hat sich inzwischen zur bedeutendsten regionalen kulinarischen Erlebnis- und Verkaufsmesse gemausert. Kein Wunder, denn die Mischung aus Genuss und Abendevent, Infotainment und Unterhaltung kommt an. Der Besuch auf der Plaza, meine Damen und Herren, weckt die kulinarischen Sinne. Man kann testen, probieren, riechen, sich inspirieren oder einfach nur bei unseren Gastronomen hinsetzen und sich bedienen lassen. Top-Anziehungspunkte sind die Kochstudios, in denen Sterneköche ihre Tricks verraten. Und natürlich kann auch gekostet werden. In diesem Jahr zum ersten Mal auch auf einer Bühne im Veggie-Quartier. Vegetarische und vegane Küche zum einen, Grillshows zum anderen. Hier zeigen die Profis am Grill zum Beispiel, wie meisterhafte Steaks zubereitet werden. Die neue Street-Food-Area auf dem Messeboulevard hat aber noch viel mehr zu bieten. Nämlich zahlreiche Food-Trucks, deren Leckereien weit über die klassische Roastwurst mit Pommes hinausgehen. Wenn man Genießer und Genießerin ist, dann muss man nicht dick werden, sondern man kann das sehr, sehr gut, weil man die richtigen Produkte wählt. Selbst erschmecken, erriechen, probieren, dazu lädt die Plaza Culinaria mit ihren rund 380 Ausstellern an jeder Ecke ein. In der Weihnachtsbäckerei, bei Whisky-Tastings oder in der Smokers Lounge. Im Backviertel Sweet Dreams kann man in verschiedenen Workshops leckere Schokolade machen, Cupcakes kunstvoll gestalten oder eine wunderschöne Festtagstorte verzieren. Neben unzähligen Köstlichkeiten findet man auch die passende Dekoration für den Esstisch. Und nicht vergessen, bald ist Weihnachten. Für die festliche Stimmung sorgt der Weihnachtszauber im Zentralfoyer. Die Plaza Culinaria, der kulinarische Höhepunkt des Jahres in der Regio. Schlemmen und entdecken können Sie noch bis Sonntag, 20 Uhr, auf dem Messegelände in Freiburg.